Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Unpopular Opinion Tag 2.0. Ich wurde von der lieben Fabienne von Japan Connect getaggt. Ihr Video unten in der Infobox, schaut super gerne mal auf ihrem Kanal vorbei. Gerade wenn euch die asiatische Literatur interessiert, findet ihr hier auf jeden Fall den ein oder anderen Buchtipp. Wir haben 9 Fragen plus eine Aufgabe und ich habe euch die Fragen unten in die Infobox gepackt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich super gerne auch in den Kommentaren mitmachen oder natürlich auch, wenn ihr Creator seid, durchaus eben auch einfach ein Video drehen, wenn ihr Lust habt. Na, Fragen unten in der Infobox und schaut auch super gerne bei Fabienne mal vorbei. Wir starten mit Frage Nummer 1. Welches beliebte Booktube-Format drehst du nicht bzw. siehst du dir nicht an und warum? Also tatsächlich gibt es eigentlich nur ein Format, das ich mal eine Zeit lang ganz gerne gemacht habe und es jetzt nicht mehr mache und mir auch sehr, sehr selten bei anderen anschaue, und zwar ist das die Rache des Subs. Ich weiß, dass Leser und wir uns sehr gerne mit unserem Sub beschäftigen und am liebsten habe ich auch das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen schlecht fühlen wollen, weil wir eben vor einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren irgendwie viele Neuzugänge hatten und die irgendwie nicht gelesen haben. Und ich fand damals die Idee ganz cool. Ich glaube, ursprünglich habe ich das Format so ähnlich mal bei einer YouTuberin gesehen, die kurz vor einer Leipziger Buchmesse sich die Neuzugänge von der letzten Leipziger Buchmesse angeschaut hat und eben geguckt hat, ist das nachhaltiger Einkauf gewesen auf dieser Messe oder ist man da so ein bisschen dieser Messe, diesem ja, Feeling, diesem Flow verfallen. Und ich dachte, eigentlich eine coole Idee, sich mal anzusehen, welche Bücher hat man vor einem Jahr sich gekauft, was ist bei einem eingezogen und was hat man davon gelesen. Und ich habe das Format sehr lange auch sehr gerne gemacht und auch bei den ein oder anderen Kollegen dann angeguckt. Irgendwann habe ich mich aber so schlecht gefühlt, mich ständig selbst schlecht zu machen, warum ich denn vor einem Jahr 10, 12, 15 Neuzugänge hatte. Ach, warum hast du denn damals bei Rebuy bestellt und war das überhaupt notwendig? Was hast du denn da auf Tauschticket schon wieder besorgt? Warum hast du hier jenes und welches und warum warst du bei den Menge-Exemplaren? Und ich habe gemerkt, wie mir dieses ganze Format einfach nicht mehr gut getan hat. Ich selbst war jetzt schon jemand, der relativ erfolgreich war, was das Lesen der Neuzugänge angeht. Also ich hatte eine ganz gute Quote, es ist relativ wenig in mein Spendenschweinchen geflossen. Das tut es auch heute noch. Ich mache dieses Format so für mich selbst. Also ich gucke einmal im Quartal tatsächlich so das Quartal vor einem Jahr an und schaue, was ist ungelesen. Dann kommt das in mein Spendenschweinchen und so in der Regel einmal im Halbjahr gehen dann 1, 2 Spenden im Grunde raus an die Tierschutzorganisationen, die ich auch unterjährig einfach so unterstütze oder mit Patenschaften schon unterstütze. Und da variiert das immer ein bisschen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ich habe mich selbst überhaupt nicht mehr mit diesem Format wohlgefühlt. Dann habe ich das irgendwann sein gelassen, habe dann noch eine gewisse Zeit lang mir das trotzdem bei Kollegen einfach angeguckt. Aber auch da habe ich mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Ich finde es ganz schlimm, wie manche sich wirklich dafür verurteilen, welche Bücher sie damals gekauft haben. Und viele drehen das ja oft sehr weit zurück, also vor 2, 3, 4 Jahren, wo ich denke, dass, ja, und auch dieses nicht loslassen können von Subbüchern, das ist mir manchmal so ein Unverständnis. Und ganz schlimm fand ich es dann, das habe ich bei einer, die macht aber gar keinen YouTube, Booktube mehr, die hat sich selbst schon in den Neuzugängen dafür verflucht, dass sie sich in 2 Jahren, wenn sie die Rache des Subs anschaut, dafür ärgern wird, welche Bücher heute eingezogen sind. Das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, Leute, das ist doch unser Geld, unser Hobby. Warum verurteile ich mich denn für etwas, was ich gerade in dem Moment, als ich dieses Buch bei mir einziehen habe lassen, dass ich damit Freude hatte? Ich hab das nicht verstanden und ich verstehe es noch immer nicht, warum wir uns hier so selbst verurteilen. Gar nicht von außen. Also ich glaube, es gibt kaum negative Kommentare oder irgendwie ein Bashing, irgendwie ein Vorwurf von außen, von den Zuschauern, sondern man macht sich das so selbst. Und das hat sich für mich überhaupt nicht mehr gut angefühlt, weil ich denke, in dem Moment, wo ich dieses Buch sehe, wo es mich anspricht, wo ich es einkaufe, wo ich es bestelle, wo ich es vielleicht als Rezensionsexemplar bekomme, da freue ich mich darüber und es macht mir eben hier und jetzt eine Freude. Warum soll ich mir denn Gedanken machen, was die Steffi in der Zukunft darüber irgendwie denkt? Oder wenn ich jetzt schon denke, es ist 2 Jahre später noch auf dem Sub,
dann müsste ich mich ja eigentlich fragen, warum besorge ich es mir jetzt und warte nicht und das ist auf der Wunschliste. Also es ist ein Format, was, glaube ich, wirklich sehr gut ankommt und was auch bei mir wirklich gerne geschaut wurde, wo wir auch viel in den Austausch gegangen sind, was eben die Subbücher angab, die eben nach einem Jahr noch da waren. Aber ich fühle das überhaupt nicht mehr. Und ich habe auch ein ganz schlechtes Gefühl, mittlerweile es tatsächlich bei anderen zu gucken, weil es eigentlich immer irgendwie in so eine Negativität abdriftet und ich das super, super schade finde und ich lieber mich mit Freuden um meine Bücher und eben auch um meine Subbücher kümmere. Frage Nummer 2. Auf welchen Buchtrend oder Buchhype steigst du nicht auf? Also ich muss sagen, ich kann den Hype um diese Farbschnitte nicht so ganz verstehen. Ja, ich habe auch eine Handvoll Bücher mit Farbschnitt. Eher Zufall, beziehungsweise ja, wenn mir ein Buchschnitt bei der Bücherbüchse zum Beispiel gut gefällt oder im Wunderzeilen Verlag, habe ich ja letztes Jahr auf der Buchmesse auch einen mitgenommen, dann bin ich schon jemand, der sagt, okay, cooler Buchschnitt, ist es mir das wert, dass es halt dann irgendwie 3, 4, 5 Euro mehr kostet. Bei der Bücherbüchse muss man ja das Porto relativ teuer tatsächlich im Vergleich bezahlen, aber ich bin niemand, der in die Buchhandlung geht und sagt, so, zeig mir alle Farbschnittbücher, ich will jetzt diese sammeln. Da habe ich gar kein Sammlerherz und auch keine Bücherboxen-Hype. Den kann ich auch nicht verstehen, weil das so oft, und das gucke mir diese Unboxings durchaus gerne auch mal auf Booktube an oder auf Bookstagram, da ist manchmal so, sind solche Merkwürdigkeiten drin. Also die 5. Thermosflasche, die 10. Tasse, der 20. Kugelschreiber, irgendwelche Socken. Und ich denke mir immer, ach, warum? Also das ist so, ach, so viele Gimmicks für jemanden wie ich, der ja, also minimalistisch ist das falsche Wort, ne? Also ich lebe bestimmt nicht minimalistisch. Man guckt sich meine Bücherregale an, meine Funko-Sammlung, meine Nuimo-Sammlung, wo mir jetzt noch Schuhe, vereinzelt auch noch Nagellacke und Lidschattenpaletten. Also da bin ich alles andere als minimalistisch. Aber über Kerzen, wenn ich gerade so ins Regal gucke, sollten wir auch nicht sprechen. Aber immer dieser Grimsch zu irgendeinem Buch oder zu einer Buchreihe, das ist echt was, was mir auch nicht so einleuchtet, wo ich denke, da kann ich mich, glaube ich, so überraschend nicht freuen. Wenn ich mir eine Tasche kaufe im Harry Potter Style oder irgendwas Cooles zu Game of Thrones mir besorge oder irgendwas Lustiges zu Sherlock Holmes oder was auch immer und ich das gezielt kaufe, ist es das eine, aber so diesen Überraschungseffekt und wer weiß, ob ich dann dieses Fandom überhaupt kenne und ob ich da überhaupt irgendwas dazu möchte, das ist halt sowas, was so gar nicht meins ist. Also so Überraschungsboxen in Bezug auf ein Buch, wo man dann vielleicht schon weiß, welches Buch es ist, diesen Hype kann ich tatsächlich auch nicht so gern ganz nachvollziehen und mache ich auch tatsächlich nicht so mit. Ich glaube, ich hatte noch keine echte Buchbox. Ich habe mal eine Zeit lang, wie sie jetzt aufkam, Lovely Books und Hugendubel, glaube ich, die hatten so eine Young Adult Box oder haben das sogar. Aber auch da dachte ich, ah, dann hat man so ein überraschendes Buch, wo man auch nicht weiß, ob es einem gefällt. Eher schwierig. Aber schreibt mir gerne mal, ob das was für euch ist, wo ihr gerne bei Buchboxen vielleicht zugreift, ob ihr das cool findet, ob ihr da vielleicht auch welche im Abo habt. Lasst uns da gern in den Austausch gehen. Dritte Frage, welches Strickmuster ist gar nicht deins? Also ich bin überhaupt kein Fan, wenn wir in der Romance-Richtung sind, wo wir in irgendeiner Art und Weise eine Dreiecksbeziehung haben. Also ganz egal, ob wir die Protagonistin, das ist es ja sehr häufig, schon in einer Beziehung ist, irgendjemand anderen trifft, sich nicht entscheiden kann oder da eben zwei neue Typen auftauchen oder, ach, das finde ich so anstrengend, weil ich weiß gar nicht mehr, welcher Star das war, ob das könnte Johnny Depp gewesen sein, der eben gesagt hat, es gibt es nicht, dass man zwei Menschen gleichzeitig liebt. In der Regel hat man sich eben von der ersten Person entliebt, sonst würde einen die zweite Person gar nicht ansprechen. Und ich glaube, dass das tatsächlich sehr häufig so ist. Und ich mag das in diesen Geschichten nicht, dieses ständige Hin und Her und Auf und Ab. Und ach ja, natürlich weiß man als Mensch nicht immer, was man möchte. Da bin ich die Letzte, die das nicht nachvollziehen kann. Aber es interessiert mich eben keine Geschichte, wo die Protagonistin eben auch nicht weiß, was sie möchte. Im Thriller-Bereich finde ich es oftmals ganz schlimm, ja, wenn es so offensichtlich ist. Und man sich eigentlich fragt, was ist denn jetzt das Problem? Warum ruft die denn nicht die Polizei? Warum handelt hier jemand so ganz unlogisch und gegen jedes bessere Wissen im Kopf? Also, das finde ich ganz schlimm. Also, wenn ich deine Leiche in meinem Keller finde, ist die letzte Idee, auf die ich käme, so, ich nehme die Leiche jetzt ab, ich packe die irgendwo anders hin und jetzt suche ich den Mörder. Auf diese Idee würde ich nie kommen. Und ja, würden in jedem Thriller die Polizei gerufen werden, hätten wir natürlich keine Thriller.
Aber es sind manchmal solche merkwürdigen Verhalten, so offensichtlich falsch, wo ich denke, das führt uns halt auch nicht weiter. Und ganz schlimm finde ich es zum Beispiel bei Urban Fantasy, also wenn wir einen Charakter haben, der aus unserer Welt kommt und der entdeckt irgendeine Fähigkeit oder dass er in eine andere Welt gehört oder was auch immer und das total uninteressant ist. Also das kann ich oftmals nicht nachvollziehen. Hallo, du bist eine Hexe, du erfährst das gerade und das Erste, was dir an deiner Hexenschule auffällt, sind die geilen Typen. Hallo, möchtest du dich nicht erstmal um diese Fähigkeit bemühen, um diese Welt, wie das funktioniert, alles entdecken, diese Schule entdecken? Irgendwie, nein, das sind zwei geile Typen, die müssen wir hier abchecken und das ist Priorität 1. Ach, das sind so Strickmuster, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Vielleicht bin ich auch für manche einfach zu alt. Das kann durchaus sein. Vielleicht hätte ich die mit 16 cool gefunden. Aber stellt euch mal vor, ich meine, Harry Potter ist jetzt so ein ganz klassisches Beispiel von Urban Fantasy. Der kommt, er erfährt, er ist ein Zauberer und das Erste, was er in Hogwarts macht, gut, jetzt ist er mit 11 Jahren natürlich noch ein bisschen jung dafür. Also stellt euch vor, er hätte sich mit seinen Autos irgendwo hingesetzt und hätte Playmobil gespielt. Oder er hätte sich hingesetzt und hätte Karten gespielt und sich nicht irgendwie Hogwarts angeschaut, mit den Regeln beschäftigt, mit seiner Familie, mit allem drumherum, was es bedeutet. Also, oder eine Hermine aus der Muggelwelt kommt im Grunde dazu und sie spielt tagelang nur Barbie in ihrem Haus, in ihrem und interessiert sich nicht für die Welt. Und wenn sie jetzt eben 5 Jahre älter wären, würden sie eben nur sich das andere Geschlecht anschauen. Alles ist viel spannender, als dass sie jetzt Zaubererhexe sind. Finde ich einfach nur anstrengend. Ist auch ein relativ negativer Tag, ne? Wo man so ein bisschen ablästern kann. Macht aber doch, ich hoffe, euch auch ein bisschen Spaß. Vierte Frage, welches Klischee in deinem bevorzugten Genre kannst du nicht mehr lesen? Ach ja, also die Klischees. Also ich meine, jetzt bin ich schon ein absolutes Fantasy-Mädchen und was ich glaube in der Fantasy oft anstrengend finde, ist, dass es Riesenprobleme gibt in der Stadt, in dem Dorf, auf dieser Welt und wir haben natürlich einen Held oder eine Heldin und es geht, man hat Riesenprobleme und dann gibt es aber so einen Kniff und die Welt ist gerettet. Das finde ich manchmal mehr als anstrengend. Also, wenn sich alles aufbaut über 500 Seiten und dann war die Lösung eigentlich ganz einfach. Nichts dagegen, es gibt Geschichten, wo das ganz gut funktioniert, wo der Held in der Heldenreise eben natürlich erstmal auf den Weg muss und so weiter. Aber ah, das tut mir manchmal schon so ein bisschen weh, wo ich denke, irgendwo auf einmal ist er doch, hat er doch viel mehr Kraft, als er dachte oder ihre Fähigkeit ist noch besser, als ihr je erzählt wurde, weil sie sich halt danach ausprobiert hat und dann macht's schnipp und irgendwie ist es gelöst. Also das ist so ein Klischee, was ich ganz schlimm finde. Zudem, wenn man jetzt so in die Romance-Richtung geht, gibt es natürlich ganz viele Klischees. Aber ich finde tatsächlich Klischees, die sich so rein aufs Aussehen beziehen, ganz schwierig. Also so dieses, oh, die Frau ist geschminkt, sie kann nur oberflächlich sein. Oh, der Typ läuft in schrulligen Schuhen und irgendeiner speziellen Hose rum und hat eine Brille. Oh, er ist ein Nerd und dann kann er gar nicht cool sein. Und das sind manchmal auch so anstrengende Klischees, wo ich denke, ah, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Fünfte Frage. Welches Vorurteil gegenüber deinem bevorzugten Genre kannst du nicht ausstehen? Der klassische Satz, Fantasy ist nur für Jungs. Den habe ich, glaube ich, so mit 12, 13 das erste Mal in der Buchhandlung gehört. Dann ging es weiter in der Bücherei. Dann bin ich auch ganz viel oftmals so von Lehrern, Mitschülern darauf angesprochen worden, was ich denn hier mit Herr der Ringe möchte. Oder dann auch irgendwann mal, ja, also ganz viel, als ich die Witcher-Bücher gelesen habe, wurde dann mich angeguckt, das ist doch eher so ein Jungen-Computerspiel. Und da war ich ja schon Ende 30, als ich The Witcher für mich so entdeckt habe. Und ich dachte, naja, okay, Jungen, ja, was soll ich sagen? Also so dieses Vorurteil, dass Fantasy, besonders High Fantasy, eben mehr von Männern gelesen wird und ein Männergenre ist. Und dem möchte ich aber vehement widersprechen, denn also wie auch Frauenromane ja nicht nur was für Frauen sind, sondern es einfach wunderbare Liebesgeschichten, Wohlfühlgeschichten sind, die sich durchaus eben auch ein Mann durchlesen kann, hat die Fantasy gefühlt, außer vielleicht, dass es viel Blut gibt und auch mal Kämpfe gibt und viel über Schwerter gesprochen wird, ist da ja nichts rein Männliches in diesen Geschichten. Ja, wir verfolgen oft eher eine Gruppe von Männern. Das ist vielleicht tatsächlich so. Und vielleicht kann man sich als Mann auch besser als Mann identifizieren. Das mag auch stimmen. Aber nein, also dieses Klischee, dieses
Vorurteil, dass Fantasy nur für Männer ist, für Jungs ist, dass das, also das kann ich nicht nachvollziehen. Und tatsächlich auch so schwierig ist es, dass es eher männliche Autoren gibt, die Fantasy gut schreiben, als dass weibliche Autoren können, weswegen es ja wirklich sehr viele weibliche Autorinnen gibt, die eben dann eine Abkürzung für ihren Vornamen verwenden, damit eben vielleicht damit gespielt werden kann, dass sie vielleicht doch eher ein Mann ist. Also denkt man nur an J.K. Rowling zum Beispiel, wo man sich schon fragen muss, puh, ist das echt schwierig. Also dass man Frauen nicht zutraut, Fantasy zu lesen, aber eben auch Frauen nicht zutraut, Fantasy, gute Fantasy zu schreiben, dem ich einfach widersprechen möchte. Ja, ich glaube, so grundsätzlich in meinem Fantasy-Regal stehen tatsächlich mehr Männer, aber es gibt eben auch großartige Frauen, wie zum Beispiel Kerstin Merkel, die wirklich zwei ganz, ganz tolle Fantasy-Bücher geschrieben hat. Oder auch Trudy Canavan, die, glaube ich, zwei Trilogien geschrieben hat. Cassandra Clare, die eine riesen Fantasy, wenn auch Urban-Fantasy-Geschichte, Welt geschaffen hat. Leigh Bardugo. Also es gibt wahnsinnig viele Frauen. Es gibt viele Frauen, nicht wahnsinnig viele, aber es gibt viele Frauen, die gute Fantasy, sehr gute Fantasy schreiben. Wie es natürlich auch Männer gibt, die zum Beispiel nicht Fantasy schreiben können, sondern eher vielleicht tatsächlich Wohlfühlromane, wenn man an Janne Mommsen zum Beispiel denkt. Und ja, ich glaube, so dieses Klischee-Vorurteil, ja, das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Sechste Frage. Hast du schon einmal ein Buch weggeworfen? Wenn ja, welches und warum? Also ja, ich sortiere ja viel aus, das ist für mich aber kein Wegwerfen. Und ja, ich habe tatsächlich auch mal zwei, drei Bücher wegwerfen müssen, weil sie in die Badewanne gefallen sind, weil sie in den Pool gefallen sind, weil meine Katze, gerade Flummi, als sie etwas kleiner war, hat Bücher sehr gerne auseinandergenommen. Dann nützt es auch nichts, dieses Buch in irgendeiner Art und Weise aufzuheben. Also ich werfe sehr ungern Bücher weg, aber Bücher, die ich zum Beispiel auch vielleicht zum Beispiel aus dem Erbe meiner Oma übernommen habe, das sind manchmal wirklich so grottenalte Schinken, die auch einfach so aussehen, da kannst du nichts mehr mitmachen. Also die will keiner mehr lesen, die will man nicht anfassen, da braucht man gar nicht lange überlegen. Und es ist schon immer ein komisches Gefühl, ein Buch wegzuwerfen, aber wenn ein Buch nicht mehr zu retten ist, wenn man weiß, das liest einfach niemand mehr, dann gehört es weg. Und das finde ich oftmals auch in Bücherschränken in meiner Region so, dass ich das Gefühl habe, oh, da stehen wahrscheinlich gut so 20% der Bücher, die einfach in den Müll gehören, weil sie vergilbte Seiten haben, dreckige Seiten haben, weil sie stinken, weil sie einfach aussehen, als wäre ein Kaffee drüber geflossen. Und solche Bücher, finde ich, gehören einfach in den Müll. Und dann darf man sich da auch gar keine Gedanken darüber machen. Aber jetzt willkürlich ein Buch, weil es so schlecht war, in den Müll zu werfen, das habe ich nicht getan. Die wandern dann einfach weiter. Und dann sind sie auch aus dem Kopf wieder vergessen. Siebte Frage. Welchen Autor, welche Autorin hast du früher gefeiert, dich aber zwischenzeitlich davon entliebt? Ja, ich glaube tatsächlich ist das Sebastian Fitzek. Den habe ich ja viele Jahre sehr geliebt, seine Thriller wirklich gefeiert. Und irgendwann hat er für mich den Bogen überspannt. Und ich dachte, es geht hier eigentlich nur noch um den Schock. Es geht nur noch um die Unterhaltung drumherum. Und das kann er tatsächlich gut. Ich glaube schon, dass er ein sehr sympathisch wirkender, charismatischer Autor ist, der viel so zur Unterhaltung beitragen kann. Aber buchtechnisch habe ich, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren gar nichts mehr von ihm gelesen. Auch mit seinem Elternabend irgendwas, nicht Thriller, hat mich gar nicht angesprochen. Ich habe jetzt das Neueste von ihm, was jetzt dieses Jahr im Oktober erscheint, mal so im Blick, wo ich denke, okay, da klingt irgendwie der Klappentext wieder so ein bisschen ansprechender. Aber das ist schon so ein Autor, wo ich einfach gesagt habe, irgendwann war es einfach zu gut. Also irgendwann war ich so ein bisschen genervt von den Art Thrillern, die er schreibt. Ich glaube, auch bei Arno Strobel hat es mich jetzt bei den neueren Büchern so ein bisschen gestört, in welche Richtung sie gehen, sodass ich dann, glaube ich, auch die letzten 2-3 Bücher von ihm nicht mehr gelesen habe. Aber da war es vorher nicht unbedingt so, dass ich den so gefeiert habe, sondern ich habe seine Thriller ganz gerne gelesen. Ich überlege sonst, wem. Page Toon zum Beispiel, habe ich früher sehr gerne gelesen. So all das um Jeffrey Jefferson, Reise rund, diese Australien-Bücher, die habe ich ganz gerne gelesen, so 5-6. Mittlerweile sprechen mich ihre Klappentexte, auch gerade in Bezug auf dieses ganze New Adult-Drama, so gar nicht mehr an. Ich glaube auch Cecilia Ahern, da habe ich auch so die ersten 3-4 Bücher sehr gerne gelesen, gerade PS, ich liebe dich, fand ich toll. Oder vielleicht für immer. Das habe ich auch sehr gemocht. Und dann irgendwann habe ich aber diese Klappentexte auch nicht mehr so abgeholt. Dann gab es noch eine Fortsetzung und noch eine Fortsetzung. Aber sonst, wenn ich mich so im Regal umschaue, ich glaube,
Ich glaube tatsächlich sonst nicht. Ich glaube auch Eschbach hat so ein bisschen nachgelassen für mich. Da habe ich früher auch wirklich alles so weggesuchtet, was ich bekommen habe. Fing mit dem Jesus-Video an, 1 Billion Dollar, diese etwas dünneren, die letzte Kopie seiner Art, oder waren auch so 2, 3 Bücher. Und dann irgendwie haben mich aber so die neueren Bücher nicht immer gekriegt, auch nicht unbedingt vom Klappentext. Wobei auch dieses Jahr ein Buch von ihm erscheint, was mich anspricht. Auch David Safir, den habe ich anfangs auch richtig gefeiert mit, ja, jetzt ist es weg im Gedanken, mit dieser Wiedergeburtsgeschichte, Mises Karma. Dann kam noch das mit Shakespeare, es hat mir auch super gefallen. Und dazwischen war noch irgendeins, was ich cool fand. Und dann hat er aber mal so 1, 2 Bücher geschrieben, die ich nicht toll fand. Ich fand auch den Humor in Miss Merkel nicht gelungen. Ja, also ich glaube, da gibt es schon so ein paar. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen tiefer in sich gehen, um da noch ein paar andere Namen zu finden. Aber ich glaube, das reicht ja. Aber wenn ihr da so Autoren oder Autorinnen habt, lasst uns da gerne auch in den Kommentaren austauschen, ob es euch da vielleicht auch so geht. Achte Frage: Welches Buch, das gefühlt alle lieben, mochtest du nicht? Und ich muss sagen, das ist echt schwer. Also es gibt natürlich schon viele Bücher, die andere feiern, oder auch Autoren, wo ich denke, verstehe ich den halt nicht so richtig. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Bücher, die ich feiere und andere nicht gut finden. Also ich glaube, ganz stark aufgefallen ist mir das bei Ellie Hazelwood. Da haben alle geschwärmt um mich herum, sowohl im Freundes-, im Bekannten-, im Arbeitskreis, auf BookTube. Und ich habe dann diese theoretische Unwahrscheinlichkeit gelesen und dachte, ja, ist eine schöne Story, hat mich auch gut unterhalten. Aber ich verstehe den Hype irgendwie nicht. Also da hätten andere Bücher in meinen Augen den Hype mehr verdient. Da ging es so ein bisschen los, auch Daisy Jones and the Six. Zum Beispiel hat mir die Serie ganz gut gefallen. Das Buch fand ich auch so okay. Also es war, glaube ich, so ein klassisches Drei-Sterne-Buch. Die Serie vielleicht eine Spur besser, weil einfach die Musik besser wirkte. Aber dieser Hype, der da rum entstand, da, das habe ich tatsächlich auch nicht so richtig verstanden. Obwohl ich das Buch ja mochte, aber eben so diesen Hype nicht nachvollziehen kann. Und Bücher, die ich abbreche, obwohl sie gehypt sind, da gibt es natürlich so einige. Also gerade dieses ganze Romantasy, wo ich oftmals hoffe, dass sie mich erreicht. Und zum Beispiel Four Things hat mich ja total mitgefesselt, konnte ich absolut greifen. Aber es gibt natürlich schon Bücher und Geschichten, die wirklich alle feiern. Und ich denke so, boah, weiß ich jetzt nicht. Also es war irgendwie nicht meine Geschichte. Aber das jetzt so auf die kürzeste letzte Zeit zu betrachten, ich habe jetzt natürlich auch keine Negativbeispiele im Regal, wo ich das irgendwie, ja, vielleicht tatsächlich zum Teil auch so Colleen Hoover, wo ich so reinlese und schon bei der Leseprobe denke, oh, ich habe jetzt schon dreimal mit den Augen gerollt. Wobei ich ja zum Beispiel Verity trotz allem ganz gut fand und für mich wirklich so ein kleines Highlight war, weil mich das wirklich so gepackt und gefesselt hat. Aber ja, ich glaube, sonst ist das tatsächlich schon ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich muss mal in mich gehen. Vielleicht machen wir da mal drei Bücher, die Video draus, Bücher, die ich nicht mochte, abgebrochen habe und andere toll fanden. Ja, wenn ihr da vielleicht sogar noch Ideen habt für drei Bücher, die, dann könnt ihr das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt es ja auch eine Playlist. Schaut euch da gern mal um. Letzte Frage: Welches kontrovers diskutierte Buch hast du gefeiert? Ich muss echt sagen, es fällt mir nicht sehr viel ein. Also ich weiß, dass viele zum Beispiel Nevernight mit dem nicht viel anfangen konnten. Das habe ich absolut gefeiert, die Reihe. Ich weiß, dass Eddie LaRue ganz viele von Wie ich war nicht so gefeiert haben, wie ich gefeiert habe. Aber waren die kontrovers diskutiert? Da bin ich tatsächlich so am Überlegen, was ist kontrovers diskutiert? Ist echt schwierig. Also ich bin ja auch jemand, der Four Swing toll fand und trotzdem natürlich auch das heiß diskutiert war. Ich weiß, dass ein ganzes halbes Jahr eine Zeit lang von Jojo Moyes sehr diskutiert wurde, auch gerade das Ende und wie damit umgegangen wurde. Und ich das sehr gefeiert habe, gerade auch das Ende, obwohl es nicht das Ende ist, was sich, glaube ich, viele erhofft oder gewünscht haben. Aber so kontrovers diskutiert, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen in der falschen Bubble. Ich kriege da sehr, sehr selten diskutierte Bücher oder Autoren oder irgendwie so mit, aber ich bin gerade so ins Regal meiner Highlights gucke, denke ich, nee, ich glaube, da war nicht so viel kontrovers diskutiert. Also ich weiß, dass Jay Kristoff durchaus zur Diskussion anregt, eine J.K. Rowling, ich glaube, da muss man gar nicht drüber sprechen, da auch sich Dinge geleistet hat, die nicht sehr gelungen sind. Zum Beispiel auch Tribute von Panem, dieser vierte Teil, wo es um die Geschichte von President Snow ging.
Ich fand die richtig gut. Ich mochte auch die Verfilmung, aber ich weiß auch, dass das viele nicht gut fanden. Jetzt soll es ja noch eine Geschichte geben um die Hungerspiele von Haymitch. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Autorin sich mal was anderes einfallen lässt. Ja, ich finde das tatsächlich schwierig, so zu greifen. Überlege gerade, ob es irgendeinen King gibt, den ich feiere, aber alle anderen irgendwie nicht. Ich glaube am Ende tatsächlich auch nicht. Also, nee, eher schwierig. Ja, wenn euch da was einfällt, vielleicht auch zu Büchern, die ihr bei mir gesehen habt, die ich gefeiert habe und ihr doof fandet, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Und jetzt 10. Frage bzw. Aufgabe ist: Tagge deine Freunde. Also ich glaube, der Tag, den gibt es ja schon eine Zeit lang auf BookTube. Jeder, der noch Lust hat, ihn zu machen, darf sich super gerne getaggt fühlen. Und ich danke natürlich auch der lieben Fabienne, dass sie an mich gedacht hat, dass sie mir das auch in einem Kommentar kurz mitgeschrieben hat. Sonst wäre ich da wahrscheinlich irgendwie gar nicht dazu gekommen, mir ihr Video irgendwie anzusehen und dann zu merken, dass ich getaggt wurde. Daher wirklich vielen, vielen lieben Dank, liebe Fabienne. Und jeder, der Lust hat, gerne in den Kommentaren oder auch in Videoform, darf sich hier gerne getaggt fühlen und mitmachen. Wie gesagt, die Fragen unten in der Infobox und schaut auch super gerne mal bei Fabienne vorbei, wenn ihr ja, japanische, afrikanische ja, Literatur gerne lesen möchtet, euch da Tipps holen möchtet, dann geht da gerne mal drauf und schaut, was sie da so ein bisschen in den letzten Monaten gelesen hat. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.